Wie sind Sie dann zum SV Werder gekommen? Ja, das war 1996, dass meine Ex, ja, Dixie Donne war da, hier Trainer. Und damals bei uns in meiner Heimatmannschaft, Ben Stanheber Trainer. Und natürlich, die haben Kontakt miteinander. Ja. Ich habe Angebot damals gekriegt von Dynamo Kiew und ja, Ben hat so gesagt, dass Viktor, das ist ein riesen Strich für dich, für die Entwicklung, dass Dynamo Kiew, jeder weiß Bescheid bei uns im Land, das ist eine sehr bekannte Mannschaft und so, dass wenn kriegst du so ein Angebot, das musst du froh sein. Aber Ben Stanheber hat mir so gebeten, das machst du zwei Schritte nach vorne, dass wir hin, probier mal in Bundesliga. Erstmal natürlich, ich war skeptisch. Ja, logisch. Ja, aber er sagt, Viktor, probieren oder Probetraining, das kostet nicht. Du kannst einfach, und dann weißt du Bescheid, wo stehst du, was brauchst du noch und so weiter. Ich habe zugesagt und dann haben wir Einladung von Werder Bremen gekriegt. Ich war hier zwei Tage, einmal Vormittag trainiert, Nachmittag, wir haben gegen Hansa Rostock gespielt. Ach. Ja, haben wir 2-2. Ja, ich habe Mandeka gespielt, kann ich so erinnern, gegen Akpobori, damaliger Stürmer. Ja, der war gar nicht so schlecht. Ne? Und er hat 2 Tore gemacht. Das ist schlecht. 2 Tore gemacht und trotzdem nach dem Spiel, damalige unsere Manager Willy Lemke mit Trainer, mit Dixie Dörner, kommt zu mir und wir haben unterschrieben meinen Vertrag, für 3 Jahre Vertrag. Und dann leider, ich soll weiter nach Ukraine fliegen, weil Mannschaft sollen miteinander noch die Ablösesumme absprechen. Ja, klar. Die 2-3 Wochen, wo ich habe damals gespielt in Ukraine, das war für mich so eine extrem strenge Zeit. Weil, ja, anstrengend. Weil glaubst du, das hast du richtig gemacht oder Druck von Dynamo Kiew und kriegst du keine Einladung für Nationalmannschaft und so weiter. Aber wie gesagt, ich kann jetzt sagen, dass ich habe alles richtig gemacht. Und, glaube ich auch. Ja, und ich freue mich über meine Familie, die fühlen sich ganz voll. Und das ist Werder. Einmal Werder, das immer Werder. Kann man so sagen. Ja. Ne? was waren die größten Probleme, als Sie ja, natürlich, das ist in ganz, Bundesliga, ganz die Sprache? Sprache, ja. Andere Mentalität, jeder weiß Bescheid, russische Leute, das ist wie italienische, das kannst du nicht vergleichen, genauso mit Deutschen kannst du nicht vergleichen, dass wir haben eine ganz andere Mentalität und ja, aber wenn du das machst, möchtest du sofort schnell lernen und diese Mentalität, das, ich glaube, passt für mich auch. Ich bin nicht so ein ruhiger Mann und ich brauche nicht so eine große Show oder noch was. Also, aber wie gesagt, das ist trotzdem die erste Jahr ganz verdammt schwer. Und Gott sei Dank damals Vladi Bischasnik noch da bei Werder Bremen und er hat 2-3 Monate erst das. Das ist ein großer Vorteil, wenn Landsmann, der auch die Sprache spricht, dann da ist, der kann sie dann. Und dann ich war nur zusammen mit ihm. Dann, wo Vladi war weggegangen nach Spanien, dann muss ich was selber machen. Ja, aber hier kriegst du alles. Und damals, ich habe gekriegt Dolmetscher, ich habe gekriegt einen Mann, der antwortet oder helfen für mich diese Privatsache oder noch was. Ja. Aber ich muss kümmern nur auf Fußball. Das war für mich nicht Überraschung, das war für mich ganz leicht. Und, gut, wenn man sich nur auf seinen Job konzentrieren kann, das ist schon von großem Vorteil. Ne? Auf der anderen Seite, Sie sind ein erwachsener Mann, ist die Selbstständigkeit auch mal schnell weg, dass man meint, der Verein erledigt jetzt alles? Ja, weil das Schlimmste war, dass natürlich du musst anfangen, diese Sprache. 27 Jahre. Ja. Und du musst das lernen. Wenn junger Mann, mein Sohn hat schon ein halbes Jahr später schon perfekt Deutsch sprechen. Und meine Tochter, bis jetzt, die glauben, dass es die hier geboren. Also das schon. Das ist schön. Ja, und wenn fahren wir nach Ukraine, dass die glauben, dass wir fahren einfach zum nach Urlaub und so. Sprechen die noch Russisch, Ihre Kinder? Ja, wir probieren immer zu Hause Russisch, weil ich möchte nicht, dass die verlieren seine Sprache. Ja. Weil ich finde das Blödsinn, wenn meine Kinder mit Oma das sprechen, die Russisch und die antwortet oder sagen sie, ich verstehe nicht. Also das schon. Ja. Naja.
Aber wie gesagt, das ist natürlich war angenehm, weil für dich alles kümmert über dich und so. Und natürlich möchtest du schon was selber was machen. Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich richtig durchgesetzt haben? Also bis Hinrunde, das auf jeden Fall, das ist alles neu, jeder Stadion für mich neu, jede Atmosphäre, alles. Und dann natürlich schon ab kurzer Urlaub, Winterpause und dann Rückrunde hast du schon mit gleicher Mannschaft hast du schon gespielt mir gegen Leverkusen Beispiel, ja, und dann natürlich schon Step for Step, ja, das hast du schon so einen Rhythmus gekriegt, aha, dass es Bundesliga ist. Immer großer Unterschied, große Stadion schon, das einfach alles. Und immer voll. Und immer voll, ja. Und wenn hast du Erfolg, das ist natürlich eine angenehme Sache. Natürlich, wenn es gibt so eine Zeit, wo läuft nicht optimal oder machst du was oder Mannschaft also nicht so gute Ergebnisse oder nicht so gute Leistung bringst du. Ja. Und dann auch musst du lernen, mit dieser Sache umgehen. Gut. Ich meine, von Medien kriegst du was, von Zuschauern kriegst du was. Ja, aber das ist normal, ne? Das gehört zum Fußball, Geschäft. Zum Geschäft. Also das war. Ihr kriegt ja auch kein Gehalt, ihr kriegt Schmerzensgeld. Gut, weg vom großen Fußball, hin zum Mädchenfußball. Da gibt es auch sowas wie, na, sagen wir, Völkerverständigung. Werder Bremen hat da, was haben die noch mal gemacht? Ach ja, so war das. Integrationswoche, stimmt.